Lalala. Aufnahme hier. Später. Bin ich eigentlich am Bett? Was? Ich glaube schon. Ich glaube, ich bin am Bett. Sicher? Ja. Stimmt. Ich bin ja gerade darüber gesprungen, genau. Gestorben. So, hallo. Wieder mal zu unserem fast erfolgreichen Missionsbewältigungsvideo. Ja. Willkommen zur Selbsthilfegruppe der Sticks-Durchspieler. Heute drücken wir die Kreuztaste und versuchen weiterzuspielen. Genau. Unentdeckt. Ungesehen. Wie ein Schatten. Ja, absolut. Boah, Alter, qualmt der Kopf, leck mir am Arsch, da. Geil, ha? Kein Wunder, dass der so durchschmeckt. Halt mal die Kamera. Wow, das sieht man bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Dampft halt wie die Sau, das Teil. Dieses kleine Stück, um dir das zu zeigen, wie man das so als Profi-Spieler macht. Profi! Grumpy. La la, guck mal hier, da guckt man, dann sieht man, oh, guck mal, der guckt da runter, guckt hier überhaupt nicht her, dann latscht man hier rum und da und lässt sich dann hier so drauf fallen und dann ist man voll krass und Ninja-like und läuft hier vorbei und dann ist man da, wo ich gerade eben verkackt hab. Dann steht man nämlich hier, sieht, dass da so ein Typ ist, der in meine Richtung guckt. So wie 30 Millionen andere. Das Krasse ist halt, dass die Landeplattform jetzt auch so 100 Meter weg ist, wo ich dann denke so. Ja, die ist halt jetzt 80 Meter weit weg, ja. Ne? 90. Ja. Die laufen alle in Richtung nach unten gerade. Ich will ja eigentlich bloß da vorbei, da unten rum will ich bloß. Verdammte Scheiße. Ist halt so böse, dass man nicht entdeckt werden darf, niemand töten und ungefähr 30.000 Wachen. Also das muss man schon sagen, das ist schon richtig hart. Das ist schon frech. Das ist schon richtig hart an dem Spiel gerade. So, jetzt warte ich mal, ob der Typ vielleicht irgendwie anders läuft, sodass ich da jetzt lang kann, wo ich eigentlich lang wollte. Weil ich will ja hier bloß dran vorbei, jetzt. Runde, 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 runde. Hey, Loch. Ah. Kannst du vielleicht drüber springen. Auf die andere. Da unten ist doch die Tür, ist doch eine Tür. Hinter der Statue. Ja. Hey, der Mechanismus ist hinter der Tür. Das ist doch. Benny! Wenn du das jetzt zum Mechanismus geschafft hast, mach ich dir auch einen Drink, wenn du willst. Ach, halt's Maul. Ne, jetzt, oder? Mechanismus wieder 30 Meter weit weg. 19 Meter, Gott, bitte. Lass ihn bitte gleich hier sein, ey. Rack Ash. Hey, vom Programmierdings her ist das Spiel schon ein bisschen. Nee. Ja, nur an manchen Stellen. Ja, gut. Das wäre jetzt noch geiler, ohne Scheiß, stell dir das mal vor, wir hätten mal so viel Goldharz, dass wir Rackash benutzen können. Da, Schalter drücken. Geht beides hier noch, oder? Nee, nein, nur die eine. Oh, vielleicht kann ich mit Rackash an den Mechanismus kommen. Wie kommt man da nur hin? Kann man durch die nächste Tür dich da durchschleichen? Nee, da geht's auch nicht. Hä, wie sollte man da hinkommen? Oben geht's ja auch nicht, oder? Und wir kommen ja nicht durch die Tür. Und da kommt man nicht vorbei. Der pennt, der pennt, der pennt! Oh, der pennt! Da kannst du
Knopf hier drücke. Zeit, lauf mal rein. Den Zeit läuft ab von dem Rackerschmann. Jetzt brennt's. Flächenbrand. Brand. Wie sie Rackage erschreckt. Oh Gott, oh mein Gott, ich sterb sowieso. Und jetzt? Das ist Ablenkungsmanöver. Botschaft. Am Flugschiff treffen. Schaft.terre. Botschafter, Landeplattform. Dann gehen wir zur Landeplattform. Guck mal, das Rauchen, das kannst du da entspannt durch manövrieren wahrscheinlich. Hat es gespeichert, Autospeichern, gell? Ja, ja, direkt. Aber das ist cool gemacht, muss ich sagen, mit dem Rauch. Oh, die Kotze. Oh nein! Ach, Kacke. Ey! Wir können wieder töten. Glaub geil. Ich. Mick, der freut sich wieder ins Bett zu kommen. Warum ist mein Mundstück so warm? Wo war denn das? Ah, oh, okay. In deinem Arsch, oder was? Ich hab mich gerade gewundert, vielleicht hast du es kurz in deinen Arsch gesteckt. Ich hab gedacht, Alter, Mick, was machst du? Das riecht eigentlich schon so an, so. Ist alles in Ordnung? Ey, die Ladepausen. Schlimm, schlimm, schlimm. Vor allem beim installierten Spiel ohne Datenträger. Gut, aber man muss dazu sagen, ja. Ja? Bei Skyrim, da gab es zum Teil ultra lange Ladezeiten. Und das nur, damit du in dein Scheißhaus reingehst, ja. Und dann bist du direkt wieder aus dem Scheißhaus rausgegangen. Ja, geh zum Botschafter. Ich glaube, das ist beides cool. Eine Möglichkeit, das Level zu beenden. Entweder zum Botschafter zu gehen oder da zur Landeplattform zu gehen. Was mache ich jetzt mit denen? Kannst du eh nicht töten. Ja, aber wie kann ich kommen denn an denen vorbei, oder? Naja, ich würde halt... Ja, finde ich voll cool, dass ihr das da hinguckt. Dahin guckt. Ach komm! Ah, ich will doch. Oh Mann, ich hasse es, wenn es automatisch in Nahkampf geht. Ich wollte es dran vorbeilaufen. Hab's mir schon gedacht. Aber der, wo kotzt, sieht mich. Aber warum ist ohne Witz. Wenn ich voll am Koch kotzen bin, dann interessiert mich das drumherum auch nicht so arg. Oh, ich höre plötzlich auf zu kotzen. Ja gut, aber ich glaube, wenn du gerade am Kotzen bist, dann ist sogar so ein kleines Auto. Ich bin nicht hochgegangen. Mm-mm. Ich bin fast schneller als je. Also da der Weg, der wäre eigentlich super, ey. X gedrückt halten. Oh, okay. Oh, super gut. Jetzt, da hoch irgendwie. So? Ja, perfekt. Jetzt kannst du hier rechts raus. Dann bist du wieder an der bekannten Stelle. Da hoch. Kletter da hoch. Da hoch? Ja, bin ich voll dabei. Ey. Du darfst nicht so da nah dran stehen. Ja. Okay. Jetzt darüber, also da rechts. Muss ich hin. Da sind die X'e, da kannst du runter. Oh Gott sei. Nein! Alter! Nein! Die suchen dich jetzt. Nein! Warum spreche ich einfach an dem X vorbei? Ich bin so ein Trottel. Aha. Komm, Junge. Das ist die Finish. Alter, du musst nicht gehen! Nein! Ich konnte nur stehlen, Mann! Nein! Du Wichser! Nein! Mäßig, manchmal sind sie aber auch kreuzmäßig. Manchmal sind sie auch x-mäßig, je nachdem, wie man das Ganze definieren will. Mhm. Jetzt entspannt, genau. Ja, dann sieht der linke dich nämlich nicht. Hm? Hast gut abgeguckt. Ich sag doch, ich kann sowas. Also abgucken. Abgucken und besser machen. Abgucken und einigermaßen besser machen. Es gibt ganz viele Firmen, die machen das so, die gucken ab und machen es besser. Finde ich auch voll gut. Okay, wesentlich besser. Ich bin ein bisschen zu weit gesprungen, ich war zu übermotiviert. Ein bisschen. Hey Kumpel! Baba! Stopp, Baba.
Das war, glaube ich, die Gruppe. Ich glaube auch. Bin ich fast neugierig. Aber. Mr. Orientierung, sag mir, wo ich hin muss. Hast du jetzt wieder nicht zugeguckt, oder was? Natürlich habe ich zuguckt. Na, dann ist doch okay. Ich habe mir überlegt, ob ich denselben scheiß Weg gehe oder ob ich lieber einen anderen nehme. Der andere Weg, der ist da halt mittendurch. Du kannst... Oder, warte mal, guck mal nach oben. Links oben. Weiter links oben. Ob du da irgendwo lang kannst. Da haben wir auf jeden Fall das Ding runtergeschmissen gehabt. Das ist richtig. Kommen wir nicht da unten durch? Nehmen wir den Auto auch von da oben runter. Wir sind von da oben gekommen das letzte Mal, als wir in dem Level waren, ja. Und das ist auch, witzigerweise ist es von da aus auch gar nicht mehr so weit. Du musst aufstehen. Von dort aus ist es auch gar nicht mehr so weit bis zum Ende des Levels. Das ist eigentlich ganz cool. Du musst halt diese schwulen Dinge anvisieren, sodass dann da steht, hier so springen und festhalten. Anders geht es gar nicht. Das ist totaler Rotzdreck, Kack, Furz, Scheiß. So. Ja, und jetzt vorbei. Lululu. Nicht da lang. Du musst da hinten runter eigentlich. Ne, ich weiß. Oh, dann kill den halt. Den einen, ja, den anderen. Ja, okay, dann lass uns bleiben. Oh, du kannst das Ding da lösen, einfach mal so aus Spaß. Das da. Da chillt einer. Das bringt nichts. Ja, du musst da runter, da wo der Typ, der Knirsch. Oh, jetzt kill den anderen! Kill den anderen! Schnell! An der Ecke. Nein! Geh ran! Geh ran! Ey! Oh, oh. Und jetzt weg! Drüber springen und drüber! Na! Der war geil! Feil in the ass! Der war fett! Aber wie schnell dieses fette Stück Scheiße mit seiner riesigen Rüstung Wurfdolch aus deiner Arschtasche rauszieht und ihn dir zielsicher ins Genick wirft, ja? Das musst du in mal überlegen, Arsch, in meinen Arsch Fall, hey. Ja. Und richtig schön mit dem Durchbrenner hier bin ich durchgestartet. Weißt du, was witzig wäre? Wenn es in dem Spiel dann noch so einen Abschnitt gäbe, wo du dann so eine fette Zwergenrüstung anziehst, und dann bist du voll der gepanzerte kleine Gobo, Alter. Und dann mit so fetten Breitschwert und so einem Kolben in der anderen Hand, und dann machst du da übelst einen auf Schnetzler. So auf die Fresse Action. So, probieren wir das Ganze nochmal genau so. Nur besser. Das ist ja immer das Ziel. Hey, warum ist der... Ich hab ihn gekillt. Kill den oberen jetzt mal ganz entspannt. Ah, der kommt hoch, der kommt hoch, der kommt hoch, der, oh, der andere kommt... wir machen das... Ja, genau. Genau so. Genau so. Und jetzt läufst du ganz entspannt, solange der... Ja. Oho, yeah. Baby. Oh, klappt das? Ja, kein Energieverlust. Abzug. Der muss sterben. Nix mit sehen. Du siehst heute niemanden mehr. Du siehst nur den Gevatter tot. Vater! Gibt's hier nichts irgendwo, wo man den reinstopfen kann? Alles klar, ich schlepp den einfach mal mit mir mit in der Runde. Wenn jemand kommt, schmeiß ich in die Ecke. Huhu, nimm den! Was, ich hab ne Idee. Nein! Von oben? Nein! Einfach so, guck mal, was da liegt. Das war richtig geil, war das gerade. Wo ist denn der Fairbrothers, Mann? Oh fuck, der ist ja gar nicht da hinten. Ja, wo ist denn der? Oh Mann. Da müssen wir die Treppe hoch und, oh, leck mich, Bobbes, ey. Ja, die Levels, also ohne Scheiß, wenn man ein Spiel spielen will, das durch Backtracking lebt,
holt euch Sticks. Macht sogar teilweise Spaß. Also wenn ich am Pad bin. Deutschen Arsch, Mexiko. Immer noch Wurfmesser? Mehr noch Wurfmesser, Mann. Ah, eins. Das sorry. Ist aber ein Inquisitore. Und dann macht so eine Bling und das Messer prallt ab. Was war das ist für ein Knopf? Ja, ich wollte gucken, ob der was hat zum Stehlen. Ja. Gleich mitnehmen, schnell in eine dunkle Ecke mit dir. Und einen Schrank. Das sind keine Schränke. Ja, das sind Beichtstühle. Ja, zum Beichten. Krass, ne, wie ich das gewusst habe, dass ich da hoch kann. Mhm. Ah. Ja, aber gegenüber kannst du also rumlaufen und dann auf einen anderen oder so. Ja, super, und nu? Gehst du da mal rechts hin, rechts hoch. Ja. Und jetzt guckst du erstmal, wo der Pfeil hin zeigt. Naja, immer weiter nach oben halt. Ja. Komm ich da irgendwie weiter? Nee. Nee. Kommt man denn da hoch, Alter? Ich meine, da wollte man ja schon... Da wollte man mich das letzte Mal schon hoch und das ging dann nicht. Aber jetzt hängen ja hier diese coolen Dinger überall rum. Ja, und das kann man da hoch. Hey, das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig cool. Ich hab schon richtig Angst, Scheiße. Dass wir jetzt den fucking Querbros da irgendwie hier durchmanövrieren müssen und das ist echt beschissen. Ist das ein Paladin? Na, kannst du... Nee, das ist kein Paladin. Das ist ein Kundenmann, das müsste Alter hier... Muster Ingeborg, wollte ich sagen. Tschüss. So, und jetzt? Ins Nichts. Ja, weiß nicht, was. Ah, X, X, X. Ich wollte einfach mal kaputt Kreuz, machen. Plus. Plus. Alter, das sind so schwule Scheißköpfe. Mhm. Och, nö. Du kannst auch einen Rackash opfern, wenn du magst. Aber so viel lustigen Frankenscheiß immer gern. Oh, spring. Das war gekonnt. Das speichern wir doch gleich mal. Ja. Übrigens, das erste Mal, dass wir jetzt speichern. Oh ja, oh fuck. Das ist wieder gut schief gegangen. Hey, ich kann mich noch schön dran erinnern, dass wir die ganze Zeit mit dem Autosave gearbeitet haben am Anfang. Das war noch Stell dir das mal. Oh fuck. Oh. Nein! Zum Glück hast du gerade gespeichert. Danke, Benni. Ah, göttlich. Wie ein Profi. Profi! Ach Mann, ey. Wollte ich gerade sagen, die Zeiten waren damals echt krass, ha? Könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Überleg mal, wie lange wir gebraucht hätten. Hätten wir nur Autosave gehabt. Völlig behindert wäre das gewesen, ey. I'm disabled. Leck disabled. Kreuztaste! Komm sofort. Welche Folge sind wir denn? 30? Wir sind schon bei Folge 30, Mann. Richtig? Oh ja. Folge 30 übrigens! Whee! Voll gut. Absolut. Und so. Wenn wir uns anstrengen, schaffen wir es sogar mit Folge 33 fertig zu werden. Ja. So, da steht der Knilch und da hoch müssen wir. Das ist ja easy going. Spring doch einfach dieses scheiß Kreuz da direkt hoch, weißt du? Das ist doch kackegal, Alter, was der Typ da sehen will. Dum-di-dum. Hallo, Querbros. Ja, wahrscheinlich eh noch nicht. So ein Zwischenstep. Oh. Nein! Das ist ein blöder Wichser. Shit. Würde ich auch sagen. Sticks. How? How did I get here? I was in my laboratory, and Barryman asked to talk to me. No, that was 10 years ago, my old friend. Can you stand up? Oh dear, I'm in pain. I'm in terrible pain. I'm bleeding. Manfred? Yeah, I'm here. Manfred. I once knew a Manfred very well. Charming lad. But he's dead. I think. He killed himself. By my ancestors. I think I'm dying too. Although, I don't have the slightest idea of how it happened to me or why. It's stupid, isn't it, not to remember how one died? Who knows? It may be better. It wouldn't have been very nice as a souvenir anyway. You see,
My brain is... Yeah, yeah. It's unhinged. Sorry. The one who looks like you, he asked me how to reach the heart of the tree. He was nasty. I didn't have any choice. The spy system I built for Barrymen. Oh, ist nicht dein Ernst. Yes, of course. Barrymen needs to listen to what's happening there. So that was it. The secret that Styx hoped for. I don't even remember Manfred's face. It's strange memory, isn't it? We would like to choose the memories that remain and those that disappear. Gut, sieht aus wie Tomatensauce. But who cares? Since I shall now join him. Goodbye, my friend. Maybe we'll meet again. In another life. That would be nice. Farewell, Quibras. Say hello to Manfred for me. Prepare yourself. My father's work is done. Den brauchst du noch. Focus. Dass er sich auch nicht feststellt. Jetzt kann ich mir den ganzen Quatsch nochmal anhören. Eigentlich wollte ich sagen, das war einer der schlechtesten Sterbeszenen, die ich je gesehen habe. Ach, also da tschüss, mein Freund. Tschüss! Ich sterbe! Oh, ich habe ja Schmerzen! Müssen wir eigentlich nur zu unserem Versteck und dann... Ich habe keinen Plan, Alter, wie lange wir schon aufnehmen. Oh, wir könnten mal einen Cut machen, ne? Jetzt schon? Ja, ich mache eine Kreuztaste. Alles klar, dann machen wir an der Kreuztaste einen Cut. Genau, würde ich sagen. Cut!